Helgoland ist ein Magnet für Urlaubsgäste. Was reizt uns an dieser Insel? Die Ruhe, die Entspannung, keine Autos, Natur. Das ist eigentlich so der Hintergrund. Interessieren Sie sich auch für die Helgoländer Geschichte und Kultur? So am Rande, das, was man so als Urlauber so mitbekommt. Also nicht so ganz intensiv jetzt. Ne? Ja, schon. Wenn man hier ist, muss man sich ja ein bisschen informieren. Und was wissen Sie über das Helgoländer Friesisch? Oh, da weiß ich nicht viel. Helgoländer Sprache und Kultur, mancher mag Klischeevorstellungen haben. Doch das Helgoländische, das Halunder, ist ein friesischer Dialekt und Friesisch eine anerkannte Minderheitensprache. Mit Plattdeutsch ist diese Sprache nicht zu verwechseln. Es gibt Friesisch in den Niederlanden, in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein. Vielleicht 12.000 Menschen sprechen in Deutschland noch Friesisch. Das Halunder gehört wie das Friesische von Sylt, Föhr und Amrum zum Nordfriesischen. Welche Zusammenarbeit mit anderen friesischen Gebieten gibt es denn? Also wir sind dort eine Friesenrat-Sektion Nordfriesland. Da gibt es ja immer Kontakte über die Vorstandssitzung. Dann haben wir da noch Professor Århammar. Er ist auch immer Flieger an der Weihe hier in Lunn und macht voll für Isbreak. Schon auf dem Schiff sieht man die Arbeit vom Sprachwissenschaftler Professor Århammar, der für die Übersetzung eines Textes ins Halunder gesorgt hat. Professor Århammar ist Experte für alle friesischen Dialekte. Was heißt denn Tourist auf Friesisch? Sylt, Borilö und die Halligen später Baujürde. Die Helgoländer, die haben dieses Wort nicht, die haben dafür für einen Burde und Mehrzahl Burdes, also der Bader. Ne? Wir beginnen nochmal Halunder ohne Kindergarten. Das ist die Vorschulklasse und dann kommt wieder erste Jahren, Tau, Drehstur, Grundschulklasse und dann kommt Bettina Köln. Das Helgoland hinter den Kulissen bleibt vielen verborgen. Die Börte beherrscht die Szene. Umso mehr fallen friesische Trachten ins Auge. Alle 3 Jahre treffen sich Friesen aus Nord-, Ost- und Westfriesland für mehrere Tage auf Helgoland. Und dazu gehören Vorführungen von Trachtengruppen. Hier Trachten von der nordfriesischen Halbinsel Eiderstedt. Und hier die Helgoländer Tracht. Für die Helgoländer Kurgäste ist das jedes Mal ein Augenschmaus. Und auch die friesischen Teilnehmer haben viel Spaß dabei. Die Gemeinsamkeit des Tanzens verbindet, denn die verschiedenen friesischen Dialekte sind nur mit viel gutem Willen und Übung untereinander zu verstehen. Eine Sprache lässt sich nur viel schwerer sichtbar machen. Aber hierin ist Helgoland den meisten nordfriesischen Gebieten sicherlich voraus. Ja, bei uns auf Helgoland ist das Friesisch relativ sichtbar. Das liegt zum einen natürlich daran, dass wir einen Helgoländer Bürgermeister haben, also nicht einen von außerhalb, einer, der sich dieser Problematik annimmt, der sie natürlich auch gerne aufgreift. Wir haben zweisprachige Beschilderungen hier. Wir haben auch noch eine Spruchtafel auf Helgoländisch und Hochdeutsch am Rathaus stehen. Das sind, glaube ich, Sachen, die in der letzten Zeit erst passiert sind. Wir haben aber auch bei uns im Gastgeberverzeichnis eine ganze Seite über die Helgoländer Sprache drin. Ich denke, dass das eigentlich noch viel mehr Orte machen könnten. Und zwar nicht als Werbung für Touristen, sondern als Werbung für das Friesische. Sie haben alleine bei uns 120.000 Katalogbestellungen aus der ganzen Bundesrepublik. Damit trägt man das Thema Friesisch in das Land hinein. Und ich denke, dass je mehr Leute wissen, dass wir hier eine Sprachminderheit haben und auch eine kulturelle Minderheit haben, dass die Interessen dieser Minderheit viel besser im Land vertreten werden können, je mehr sich die Menschen dieser Problematik oder überhaupt dieses Umstandes bewusst sind. Doch es gibt nicht nur Sonnenschein für das Friesische. Die Sprache ist vom Aussterben bedroht. Woran liegt das? Und wer spricht noch Halunder? Ja, wenn ich gang, sage ich mit meiner Formel auch ein bisschen Halunder. Ne? Und damit sie dann wird, wo das umgang. Ne? Ob das alles richtig ist, da kann ich nicht so. Gut, ich setze den uns ab. So setze den uns ab. Wilma Klaasens Enkeltochter antwortet noch nicht auf Helgoländisch, aber sie kann es verstehen. Die Halunder essen natürlich ins Breg. die leider Gottes Ernährung. Dann ist es so, die Linden in Dollung noch Halunder Snacke, die Mutter Halunder Tink. Wenn du nicht Halunder Tinks, dann kannst du die Druckbar nicht mehr snacken. Hier sind nicht mehr zu füllen, den Halunder Snacke. Ich versiege natürlich, solange es die Grund abrecht zu erholen. Die bedient, dass ich mit meinen Enkel, den er bald tau wird, Halunder zu snacken. Auch wenn er frömmel bisschen, nehme ich überhaupt keine Rücksicht dabei, sondern ich snacke mehr Hem Halunder. In den Hummerbuden findet sich auch die Galerie, die Ernie Rickmass führt. Ihr Bruder war der Helgoländer Autor James Krüss. Der Jong Halundes voll Nordfestivalgung, ne? Und von Festival voll nei Berges iip Lunn sind, vermisst haben die Ohre. Und der gunget Halunder Märterei. Wie sehen Sie die Zukunft des Halunder? Ich mag das gar nicht so, aber ich doch, dass die Halunder uns nicht mehr jeft. Ne, weil die Jungen gehen nur Festival und der snacken sie nicht mehr. Und die Letzten hier lehrt die ohne Kindergarten und ohne Schule, aber wenn ja dann Festival sind, dann snacken die ja nicht mehr. Ne? Viele sehen schwarz für die Zukunft ihrer Sprache. Aber ihre gute Laune lassen sich die Helgoländer nicht so leicht verderben. Glauben Sie, dass der Rückgang des Halunders was mit dem Tourismus zu tun hat? Ja, die denke ich. Für hier ist iip Lunn sind für Frömmen kümmern. Und die Frömmen, die kann kein Halunder. Also kann ich mir denken, dass ja haben nicht so viel interessiere, auch für das Spruch nicht. Ne. Aber wie ist es? Es gibt ja auch eine Gegenreaktion gegen die starke, fast Überfremdung, dass Leute sagen, nun sprechen wir also gerade unsere Sprache, das können die Badeleute, die Touris dann nicht verstehen, das ist unser. Ja, das war die ganze Zeit natürlich ein großes Plus für das Friesische, dass man eine eigene Sprache hatte, die Gäste nicht verstanden und die man konnte man sich unter sich Sachen austauschen, was die Gäste ja nicht unbedingt zu hören brauchten, nicht? Was sagen die Touristen, wenn sie hören, dass sie eine fremde Sprache sprechen? Dann snacken die mir, ob ich snacke Polnisch oder Italienisch oder was. Ja, verstehen es nicht. Und so immer, was die da spricht, ne? Und dann will ich immer, was snacken ich über es oder snacken ne? Die deshalb fangen die so, wenn man so snackt, dass man dann da overhängen snacken kann, was er nicht verstehen kann. Welkoam iip Lunn. Die Helgoländer begrüßen ihre Gäste auf Friesisch. Mein Tipp an alle anderen friesischen Gemeinden ist, nutzen Sie das große Potenzial Touristen, das wir haben. Da kommen Leute zu uns, um sich bei uns zu erholen, aber auch um Sachen von uns wieder mit ins Binnenland mit reinzunehmen. Nutzen Sie diese Millionen von Menschen und zeigen Sie denen, wir haben hier eine Minderheitensprache, wir haben hier eine Kulturminderheit und wir möchten für mehr Verständnis werben. So überzeugend ist eine friesische Öffentlichkeitsarbeit wohl selten gefordert worden.